Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Diese Woche gibt's wieder einen fetten Strauß an Spielethemen, zum Beispiel mit geilen Geheimtipps in Unter dem Radar. Oder Honkai Star Rail, dem nächsten Spiel des Genshin Impact Studios MiHoYo. Los geht's aber mit dem Remake zu Nintendos Rundenstrategie-Klassiker Advance Wars 1 und 2, das von letztem auf dieses Jahr verschoben wurde. Matthias verrät, ob sich das Warten gelohnt hat. Oft braucht es nicht viel, um zu erkennen, was für ein Videospiel man vor sich hat und wie es sich anfühlt. Es reicht ein kurzer Blick auf diese Szene von Overwatch, um zu sagen: Team-Shooter aus der Ego-Perspektive, verschiedene Charaktere, hohes Tempo. Nur ein paar Sekunden von Diablo zeigen, Vogelperspektive, Monsterschnetzler, looten und leveln. Und es braucht nur einen Moment, um hier direkt zu erkennen: lächerliche Feuerbodenschläge und ich kann nicht nur fliegen, sondern auch so schnell laufen, wie ich kann. Shut up and take my money. Wenn ich euch also diese Szenen hier zeige, werdet ihr direkt sagen: Ich sehe schon, sie bringen uns rundenbasierte Strategie. Das ist ein neues Advance Wars, nicht wahr? Und zwar mit allem, was dazugehört. Bunter Comic-Look, schachbrettartiges Feld, Gefechte nach Schere-Stein-Papier-Prinzip. Heißt konkret, Spähfahrzeuge sind zum Beispiel gut gegen Infanterie, haben Panzern aber nichts entgegenzusetzen, die sich wiederum vor Bazooka-Fußtruppen in Acht nehmen müssen. Um gegnerische Schlachtschiffe kümmert man sich am besten mit U-Booten, die allerdings anfällig für Attacken von Kreuzern sind, die dafür selbst schnell von Schlachtschiffen versenkt werden und so weiter. Das klingt im ersten Moment vielleicht so flach wie eine Pfütze, ist im Falle von Advance Wars aber ein tiefgehendes und spannendes System, in das man gerne eintaucht. Damit man die 19 verschiedenen Einheiten bestmöglich einsetzen kann, muss man sich eingehend mit dem Kampfsystem auseinandersetzen und einen guten Überblick über Reichweiten, Treibstoffverbrauch und Anfälligkeiten haben. Sich in die vielschichtigen Mechaniken hineinzufuchsen, macht aber auch den größten Reiz des Spiels aus. Es gibt kaum etwas Besseres, als sich gegen eine übermächtig scheinende Streitmacht des Gegners zu behaupten und den Sieg auf seine Seite zu ziehen. Nur mit seinem Gehirn. Zum erfolgreichen Taktieren gehört aber vor allem auch ein richtiges Positionieren auf dem Schlachtfeld. Um Kämpfe für sich zu entscheiden, sind nicht nur die Stärken und Schwächen der Truppen ausschlaggebend, sondern auch das Gelände, auf dem sie stehen. Je nach Stelle bieten Felder unterschiedlich viel Deckung oder bilden natürliche Barrieren, die geschickt zum Vorteil genutzt werden müssen. Das ist auch bitter nötig, denn man mag es bei einem Nintendo-Spiel nicht glauben, aber die Schlachten der Kampagne sind wirklich fordernd und manchmal fast unfair schwer. Teilweise ähneln einzelne Einsätze mehr einem Puzzle, für das es nur eine richtige Lösung gibt. Um die Antwort zu finden, hilft leider nur herumexperimentieren, was durchaus frustriert. Denn weder das neue Vorspulen von gegnerischen Aktionen noch die Rücksetzfunktion des aktuellen Zuges bewahren davor, Missionen ein ums andere Mal von vorne zu beginnen. Was bisweilen auch unausgeglichen wirkt, sind die einzelnen Spezialfähigkeiten der Kommandanten und Kommandantinnen. Während Tamis Eiltempo lediglich dafür sorgt, dass ihre Fußsoldaten einen leichten Boost bekommen, können Eagles Einheiten dank seinem Blitzlicht gleich ein zweites Mal angreifen. Da kann sich das Blatt schon mal schnell wenden. Um solchem Frust entgegenzuwirken, würden wir uns schon wünschen, mehr einstellen zu können, als nur den kompletten Schwierigkeitsgrad von klassisch auf einfach herunterzusetzen. Abgesehen davon gibt es höchstens noch die Möglichkeit, die Musik und die Kampfanimationen in den Gefechten auszuschalten. Dieser Optionsmangel ist dann wieder ganz Nintendo-typisch. Ebenso gewohnt Nintendo ist leider auch der Multiplayer. Wenn ihr Bock habt, euch gegen andere Personen zu messen, geht ihr im Menü auf den Punkt Online und habt hoffentlich schon vorher ein paar Freunde gefunden, die sich Advance Wars auch zugelegt haben. Ein Matchmaking, geschweige denn Lobbys oder ein Ranking-System, sucht man hier vergebens. Warum, Nintendo? Was hält euch davon ab? Sag ich nicht. Vielleicht verzichtet man also lieber gleich ganz auf den Online-Mehrspieler und zockt mit seinen Freundinnen und Freunden eben wieder direkt auf der gleichen Couch. Denn im lokalen Multiplayer können immerhin bis zu 4 Leute an einer Switch gemeinsam oder gegeneinander antreten. Diese Partien kann man dann auch so individuell gestalten, wie man möchte, inklusive selbst gestalteter Karten. Denn, kleiner Wermutstropfen, um alle vorgefertigten Karten und Kommandeure einsetzen zu können, müssen sie erst im Shop von Hachi gekauft werden, nachdem man die Kaufoption und das nötige Kleingeld dafür in den Kampagnen freigespielt hat. Kampagnen, denn, wie der Name schon sagt, wurden direkt die Stories der ersten beiden Advance Wars-Teile aus den Jahren 2002 und 3 neu aufgelegt und aufpoliert. Den schon damals schicken 2D-Grafiken wurde eine dritte Dimension verpasst und der Soundtrack neu aufgenommen. Hinzu kommen ein paar neue Animationen für die Spezialkräfte der Kommandeure und Sprachausgabe in manchen ausgewählten Dialogen. Wow!
An der Story selbst wurde nichts geändert. Man steuert wie damals die Truppen von Orange Star, die gegen die benachbarten Nationen Blue Moon, Green Earth und Gold Comet in den Kampf ziehen. Ich sag mal, müssen. Wenn wegen einem Missverständnis zwischen zwei Kommandanten ganze Bataillone an Panzern beschossen, Städte von Soldaten besetzt werden und quasi aus Versehen in Länder einmarschiert wird, bleibt bei uns trotz der frischen, fröhlich knallig bunten Comic-Grafik und den witzigen Charakteren zumindest ein leichter Beigeschmack zurück. Man merkt an der Geschichte dann eben doch, dass das Spiel schon über 20 Jahre alt ist. Wenn euch das abschreckt und ihr trotzdem euer taktisches Geschick unter Beweis stellen wollt, sind vielleicht die Fantasy-Schlachten von Wargroove eher was für euch. Dafür ist mittlerweile auch schon eine Fortsetzung angekündigt. Alle anderen Strategieliebhaber und Liebhaberinnen bekommen mit Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp die volle Ladung an tiefgreifendem Taktik-Gameplay, von dem Colin uns allen nun schon seit Jahren in den Ohren liegt. Ich stehe einfach auf die Scheiße. Alter! Oh. Nils, hast du eigentlich schon Dredge gespielt? Ja, habe ich durchgespielt. Ja. Das ist super. Das ist quasi eine Kombination aus Angel- und Horrorspiel. Könnte sagen, Fisch und Schiss. Du weißt, wie man deinem Spiel schmackhaft machen kann. Ja, weiß ich. Und Chris weiß es auch. Der hat nämlich in Unter dem Radar noch jede Menge anderer Geheimtipps auf Lager. Dann bitte ab damit, bevor dir noch weitere Wortspiele einfallen. Aber... Matrose, wie konnten Sie die ganzen Spielschmerzgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar. Unter dem Radar! Freunde, lasst uns keine Zeit verlieren, wir haben einiges auf dem Zettel. In Dredge könnt ihr einfach mal die Seele baumeln lassen, fantastische Sonnenaufgänge genießen, ein bisschen angeln, die Natur erforschen und... Was zum Teufel war denn das? Ja, in dem Angel-Adventure ist nicht alles so idyllisch, wie man zu Beginn des Spiels vielleicht denkt. Ihr übernehmt die Rolle eines Fischers, der sein Boot in der Einstiegssequenz an einem Felsen zerdeppert hat und daraufhin in einem nahegelegenen Ort als Fischer anheuert. Und was machen Fischer? Genau, Fische fangen. Auf dem Wasser lernt ihr den grundlegenden Gameplay-Loop schnell kennen. Ihr erkundet mit eurem Schiff verschiedene Inselgruppen, geht angeln, verkauft euren Fang beim örtlichen Händler und bekommt dafür Geld, das ihr in Verbesserungen für eure Ausrüstung oder euer Schiff stecken könnt. Für kleine Nebenmissionen gibt's ein paar Taler extra und auch Treibgut, das ihr auf dem Wasser findet, kann sinnvoll im Schiff verbaut werden. Dieser Spielablauf mag an sich gut funktionieren, führt uns aber auch zu unserem größten Kritikpunkt am Spiel. Weil die einzelnen Mechaniken für sich genommen recht simpel sind und sich oft wiederholen, kann Dredge spielerisch etwas eintönig werden. Lasst euch davon aber nicht abschrecken, eine andere Stärke macht diesen kleinen Makel nämlich locker wieder wett. Die Atmosphäre. Ab der ersten Spielsekunde spürt ihr, dass irgendwas im Inselparadies ganz und gar nicht stimmt. Das liegt zum einen am Zeichenstil der Figuren, zum anderen aber auch an der Musik und merkwürdigen Erscheinungen. Aus Spoilergründen wollen wir auf die übernatürlichen Momente nicht genauer eingehen, sagen aber so viel. Die Sequenzen, in denen das Spiel mit Wirklichkeit und Wahnsinn spielt, sind eine der ganz großen Stärken des Adventures und haben uns immer zum Dranbleiben motiviert. Ihr könnt euch möglicherweise an den Streaming-Hit Phasmophobia erinnern. Da haben wir uns seinerzeit ja auch durchgegruselt und bewiesen, dass eiskalte Geisterjäger wie uns wirklich nichts aus der Ruhe bringt. Foto! In genau dieselbe Kerbe schlägt Demonology. Als einzelner Forscher bzw. einzelne Forscherin oder im Team macht ihr euch auf, paranormale Aktivitäten in einem verlassenen Haus zu untersuchen. Hallo? Ist da ein Geist? Das Ziel des Spiels liegt darin, herauszufinden, welche Art Geist in dem heruntergekommenen Gebäude sein Unwesen treibt. Dazu steht euch eine Vielzahl verschiedener Gerätschaften zur Verfügung, die nur bei bestimmten Geisterarten anschlagen. Aha, das IMF reagiert. Und kalt war's auch. Na, dann kann es ja nur ein Djinn sein. Oder ein Oni. Oder ein Mare. Oder, ach, so richtig einfach ist es nicht immer, den richtigen Geist zu identifizieren. Habt ihr diese Hürde aber gemeistert, gibt's Moneten. Mit denen könnt ihr euch kosmetischen Krimskrams oder auch neues Equipment kaufen, mit dem ihr wiederum mehr Geister identifizieren könnt, um mehr Geld zu verdienen. Weil es zum aktuellen Zeitpunkt leider nur 3 Spukhäuser gibt und sich die Schockmomente auf Dauer wiederholen, funktioniert nicht jeder Gruseleffekt absolut immer. Vor allem zu Anfang hauen die an sich so simplen Jumpscares wegen der guten Atmosphäre aber ordentlich rein. Hoffen wir also, dass das Spukabenteuer in und nach seiner Early-Access-Phase konstant mit Inhalt gefüttert wird.
Dann kann das nämlich echt was werden. Ein Spiel für diejenigen unter euch, die den wirklich schweren Themen nicht aus dem Weg gehen wollen, ist The Wreck. In der Graphic Novel des französischen Indie-Studios The Pixel Hunt geht es um eine Frau mit dem Namen Junon. Die muss den schweren Gang zum Krankenhaus antreten, weil es nicht gut um ihre Mutter steht. And since she is not able to express her will, it falls to you to speak on her behalf. Weil jeder Satz zur Geschichte eigentlich schon zu viel verrät, konzentrieren wir uns auf das Spielerische. Im Verlauf der rund 3,5 Stunden langen Story macht ihr vor allem eins: Gespräche führen, um mehr über die Hintergründe der Protagonistin und ihrer Begleiter zu erfahren. Zum einen in der Gegenwart, zum anderen aber auch in Flashbacks, in denen ihr durch Vor- und Zurückspulen verschiedene Situationen erneut erlebt. This is the mobile that Marie made me before I was born. Zwei Sachen sollten euch vor dem Kauf bewusst sein. Erstens, The Wreck befasst sich mit Themen wie Tod und Depressionen, die nicht für jeden was sind. Zweitens, rein spielerisch betrachtet gibt es nicht viel zu tun. Weil uns die Handlung aber zum Nachdenken gebracht und emotional erwischt hat, fanden wir diesen Umstand überhaupt nicht schlimm. Wenn man gerade in der passenden Stimmung ist und die Ruhe hat, sich wirklich auf das Spiel einzulassen, kann man einiges aus The Wreck ziehen. Und bevor wir jetzt zum heiß begehrten Unterhund des Monats kommen, gibt's noch ein paar erwähnenswerte Spiele in etwas kürzerer Form. Im storygetriebenen Pixel-Adventure A Space for the Unbound übernehmt ihr die Rolle des jungen Atmar. Der erlebt im Indonesien der 90er einiges. Seine Freundin verfügt über magische Fähigkeiten, Katzen können sprechen und Menschen, ja, die drehen irgendwie durch. Auch wenn sich das Spiel in seiner Erzählung für unseren Geschmack manchmal etwas zu viel Zeit lässt und spielerisch trotz einiger netter Ideen keine Bäume ausgerissen werden, hat uns die liebevolle Erzählweise und der Umgang mit Themen wie Selbstzweifeln und schweren Familienverhältnissen gut gefallen. Und genau deshalb ist es uns eine Empfehlung wert. Deutlich weniger feinfühlig geht's in Omega Strikers zur Sache. In dem tretet ihr in einer Art Rambo-Fußball als Teil eines Dreierteams an, was lose Erinnerungen an Windjammers wach werden lässt. Dass das Ganze eine Menge Laune macht, liegt vor allem daran, dass jede der Figuren unterschiedliche Fähigkeiten mitbringt und die können entscheidend auf dem Feld sein. Weil es sich um einen Free-to-Play-Titel handelt, kommt das Fantasiesportspiel zwar mit einem In-Game-Shop daher, wir hatten aber nicht den Eindruck, dass Echtgeldeinsatz unfaire Vorteile bringt. Wenn ihr lieber was Gemächliches zocken möchtet, könnte Age of Wonders 4 der passende Kandidat sein, zumindest wenn ihr komplexe Spiele mögt. Das Strategierollenspiel ist nämlich derart vollgestopft mit Mechanismen, Möglichkeiten und Optionen, dass vor allem Neueinsteigern ein ums andere Mal der Kopf dröhnen dürfte, trotz hilfreicher Tooltips und Nachschlagewerk. Im Kern geht's darum, ein Reich zu errichten und zu pflegen. Das passiert nicht nur auf der Weltkarte, sondern auch in taktischen Rundenschlachten. Es gibt Diplomatie, die Wirtschaft muss brummen, Helden wollen gelevelt werden und. Das alles zu erklären, würde den Rahmen sprengen. Wir halten uns kurz. Die Mechaniken greifen sehr gut ineinander und wer Lust hat, sich mal richtig in was reinzuarbeiten, könnte hier fündig werden. Die Helden aus dem League of Legends-Universum haben schon einige Ausflüge in verschiedene Genres gewagt. Da kommt es nicht überraschend, dass auch The Mage Seeker einen neuen Ansatz wagt und als Action-Rollenspiel daherkommt. Ihr übernehmt die Rolle von Silas. Der war viele Jahre wegen seiner magischen Fähigkeiten in Gefangenschaft und sinnt nach seinem Ausbruch auf Rache. Um die zu bekommen, hüpft und kloppt ihr euch im 2D-Action-Rollenspiel durch Horden von Gegnern und verbessert euren Helden natürlich. Das Kampfsystem macht durchaus Laune, vor allem das Level-Design hätte aber mehr Raffinesse vertragen können. Und damit soll es das mit der Schnellrunde dann auch gewesen sein. Ab zum Unterhund des Monats! Es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, was uns an Paranormal Sight: The Seven Mysteries of Honjo so gut gefallen hat. Der Name war es zumindest nicht. Und wenn man sich das Adventure aus dem Hause Square Enix nur oberflächlich anschaut, könnte man auch das Gefühl bekommen, man sei zufällig über die Steam-Resterampe gestolpert. Weil es für euren Spielspaß am besten ist, wenn ihr so wenig wie möglich wisst, halten wir uns bewusst so kurz es geht. Paranormal Sight spielt in der namensgebenden Stadt Honjo in den 80er Jahren. In der Rolle eines Büroangestellten trefft ihr zu Beginn auf eine junge Frau. Die berichtet euch von verschiedenen Fluchsteinen, mit denen sich angeblich sogar Tote wieder zum Leben erwecken lassen. Zu einem bestimmten Preis, versteht sich. Rein spielerisch betrachtet, solltet ihr von Paranormal Sight keine Herausforderung im Sinne von Fingerakrobatik oder Reaktionsschnelligkeit erwarten. Ihr klickt euch durch Dialoge, schaut euch in Streetview-Manier in der Umgebung um und lest eine ganze Menge Zusatzinfos, die euch mehr über die Figuren und die mysteriösen Flüche und Sagen verraten.
Das klingt nicht sonderlich spannend, weil die Geschichte aus mehreren Perspektiven erzählt wird und jeder neue Blickwinkel das Gesamtbild spannend erweitert, haben wir aber permanent nach mehr gedürstet. Dazu kommt die fantastische Musik, die in Verbindung mit dem Look des Spiels eine ganz besondere Atmosphäre schafft. Alles andere wollen wir nicht vorwegnehmen und sagen nur so viel: Fast nichts kommt so, wie ihr es erwartet. Guten Tacho, es ist wieder Zeit für die News. Da Krogi diese Woche damit beschäftigt ist, einen VHS-Kurs zu leiten, in dem aus getrockneten Spaghetti Körbe geflochten werden, übernehme ich, Esther. Und wir starten mit Sony, denn das japanische Unternehmen hat seinen aktuellen Finanzbericht für 2022 veröffentlicht. Die jüngsten Zahlen zeigen, dass die Zeiten der Konsolenknappheit im Hause Sony definitiv vorbei sind. Im Vergleich zum Vorjahr, also 2021, stieg der Absatz der PlayStation 5 gewaltig. Allein zwischen Anfang Januar und Ende März des vergangenen Jahres verkaufte sich die Konsole mit 6,3 Millionen Einheiten dreimal so häufig wie im Vorjahr. Seit der Markteinführung wanderten insgesamt 38,5 Millionen PlayStation 5-Konsolen über die Ladentheke. Einen Zuwachs gab es auch in der Sparte Others. Darunter fallen beispielsweise die Peripheriegeräte wie die PSVR 2, deren kürzliche Veröffentlichung möglicherweise eine Erklärung dafür ist, warum die Einnahmen im vierten Quartal deutlich höher als im Vorjahr ausfallen. Zu dieser Sparte zählen aber auch PC-Umsetzungen von PlayStation-Titeln in diesem Zeitraum, wie die beiden Spider-Man-Spiele, Returnal oder auch The Last of Us Part 1. Da ist es wenig verwunderlich, dass Sony im Bericht beteuert, auch zukünftig Spiele aus dem eigenen Katalog für den PC zu veröffentlichen. Solange sie kein technisches Desaster wie The Last of Us Part 1 sind, ist das sicherlich keine schlechte Idee. Welches PlayStation-Spiel würdet ihr eigentlich gerne mal auf dem PC spielen und warum ist es Bloodborne? Ernsthaft, Kuro? Bloodborne! Naja, jedenfalls schreibt eure Begründung doch gerne mal in die Kommentare und wir machen derweil weiter mit dem Ticker. Geleakt! The Legend of Zelda Tears of the Kingdom erscheint zwar erst nächste Woche, doch schon jetzt scheint das komplette Spiel im Internet geleakt zu sein. Nehmt euch also vor Spoilern in Acht. Geschasst! Auch wenn sich Marvel's Midnight Suns nicht als Kassenschlager entpuppte, erscheint 2K's Superhelden-Taktik-Rollenspiel am 11. Mai für PlayStation 4 und Xbox One. Alle Nintendo-Fans müssen jetzt stark sein, die Switch-Version wurde eingedampft. Gebaut! Viele Fall Guys-Fans haben sich bestimmt die Möglichkeit gewünscht, eigene Level zu erstellen. Mit dem nächsten Update am 10. Mai wird das möglich sein. Geduld! Im Gespräch mit Axios verrät Respawn-Mitbegründer Vince Zampella, dass er zwar auch Bock auf Titanfall 3 hätte, aber jetzt erstmal ein kleines Team zusammengestellt wurde, das den Spaß an etwas Neuem finden soll. Nun denn. Gestiegen! Seit knapp einer Woche können Tickets für die diesjährige Gamescom gekauft werden. Doch die sind nochmal teurer als im Vorjahr. Laut einem Bericht von Gameswirtschaft liegt das vor allen Dingen an der gestiegenen Energiekostenpauschale und den Personalkosten. Gefixt! Ein neuer Patch für Horizon Forbidden West Burning Shores wurde veröffentlicht und soll Probleme mit einigen Haupt- sowie Nebenquests ausmerzen und die Stabilität verbessern. Gefeuert! Bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres entlässt das Softwareunternehmen Unity hunderte Angestellte. Laut Unity-Chef John Riccitiello geht es darum, das, Zitat, Unternehmen für ein höheres Wachstum zu rüsten. Geshowcased. Die E3 findet dieses Jahr zwar nicht statt, aber Microsoft lädt am 11. Juni zum Xbox Games Showcase. Direkt im Anschluss gibt es auch eine Präsentation zu Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel Starfield. Gepfählt. Seit einigen Tagen ist der Koop-Shooter Redfall für Xbox und PC erhältlich, doch die allgemeine Stimmung ist schlecht. Aktuell hat die Vampirjagd mit diversen Performance- und Gameplay-Problemen zu kämpfen. Wir widmen uns Redfall ausführlich in der kommenden Ausgabe. Das war's dann wieder mit den News für diese Woche. Ich bin raus wie ein rezessives Allel. Macht's gut, eure Esther. Hierzulande ist das chinesische Studio miHoYo vor allen Dingen durch Genshin Impact bekannt geworden. Honkai Star Rail, der vierte Teil der Honkai-Reihe, soll dessen großen Erfolg jetzt nachstellen. Das vermeintliche Erfolgsrezept, Free-to-Play, Rollenspielelemente, knallige Rundenkämpfe und Gacha. Für alle, die von diesem Begriff noch nie gehört haben. Gacha sind Lootboxen, die nach Prinzip von japanischen Spielzeugautomaten verteilt werden. Ihr werft oben Spielwährung oder Echtgeld rein und bekommt unten zufällig ausgewürfelte Preise. Perfides Geldmachsystem oder doch ein faires Spiel für Lau? Tim kennt die Antwort. Moin! Ich bin Gacha, dein persönlicher Redaktionsassistent und helfe dir mit deinem Beitrag. Völlig umsonst.
Hey, was für ein Beitrag. Ich hab nicht mal ein Spiel. Los, zieh an meinem Arm. Ja, schon klar. Den kenne ich schon von Markus. Den bringt er sogar einmal am Tag. Hey! Wow, super! Du darfst einen Beitrag zu Honkai Star Rail machen? Das ist ein 5-Sterne-Game! Was? 5 Sterne? Ja! Au! Ja, das bedeutet, dass dein Beitrag super nice wird und du sehr viel Fun haben wirst! Ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit! Ja, ach komm, der Text schreibt sich doch von selbst. Ich helfe dir aus. Zock mal rein! Okay. Ja, also das Ding heißt Honkai Star Rail. Von den 3 Vorgängern muss man aber eigentlich nichts wissen. Kenner der Serie freuen sich höchstens über ein paar alte Gesichter. Die meisten werden Star Rail eher als Nachfolger von Genshin Impact abgespeichert haben. Und ja, Look and Feel ist auf den ersten Blick schon ziemlich ähnlich. Und deswegen könnte man auf die Idee kommen, die Story, die bei Genshin eigentlich auch nur genervt hat, einfach mal links liegen zu lassen und gepflegt wegzuklicken. Dazu wird man vom Spiel auch regelrecht ermutigt. Die Präsentation ist nämlich oft ziemlich mies. Manche Gespräche sind vertont. Do you think anyone's gonna know what you're talking about? Andere nicht. Mal bewegen sich die Münder nicht. It's getting late. Mal spricht die Hauptfigur. Where to now? Und mal macht sie einfach nur. Und Stilmittel wie lame Schwarzblenden oder Standbilder sind jetzt auch nicht wirklich ein Hingucker. Der Witz ist, dass einem ohne Story aber echt was entgehen würde. Wenn man nämlich mal ein bisschen zuhört, merkt man, dass sich hier schon echt Mühe gegeben wurde. Besonders bei den Charakteren und deren Synchronstimmen. That sounds nice. Am meisten überraschen aber die unglaublich gut geschriebenen Texte. Da wird ein random Klick auf den Kleiderschrank auf einmal zum wortgewandten Erzählkunstflex und man denkt sich so... Truly amazing. Gut, trotz Romanpower und Edelsynchro kommt man ohne Klischees natürlich trotzdem nicht aus. Man wacht irgendwo auf, erinnert sich an nichts, kriegt eine böse kosmische Superpower eingepflanzt und muss rausfinden, was es damit auf sich hat. Klingt wie eine olle Sci-Fi-Altpapiertonne, hat aber mehr Tiefgang, als es den Anschein macht. Genau wie die Mülltonnen im Spiel übrigens. Nur blöd, dass die Story noch kein Ende hat, weil das ganze Jahr ein Service-Game ist und deshalb nach und nach erweitert wird. Oh, das ist ja doch genau wie bei Genshin. Ziehen Sie die Story endlos in die Länge und am Schluss kommt nichts bei rum. Nee, mit Genshin hat das gar nichts zu tun. Los, hier, zieh mal. Oh, ja. Was ist denn das? Das sind 3 riesige Unterschiede. Der Name. Ja gut, das ist jetzt vielleicht ein kleinerer, aber die anderen beiden... Im Unterschied zu Genshin Impact gibt es hier keine Open World, sondern relativ kleine, abgeschlossene Areale. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, Geschmackssache. Mich stört's nicht. Nervig ist eher, dass man ständig von einer Ladezeit in die nächste läuft und viele Gebiete ziemlich karg aussehen. Vor allem, wenn man das Design der Figuren damit vergleicht. Ich meine, hallo? Die 2. große Änderung, das Kampfsystem. Statt Echtzeit gibt's jetzt rundenbasierte Kämpfe. Ja, klingt erstmal wie Vintage Gaming aus den 90ern, aber wenn man erstmal alle Mechaniken gecheckt hat und nach ein paar Stündchen auch der Schwierigkeitsgrad etwas anzieht, merkt man, dass rundenbasiert auch 2023 noch richtig reinschallern kann. Hm, hier wäre jetzt eine Minimans gut. Irgendwas mit reinschallern. Ah, kommst du nicht weiter? Na los, versuch dein Glück. Ja, gut. Was soll denn das überhaupt sein? Haferbrei. Was war das denn? Leider nur 3 Sterne. Aber versuch's gleich nochmal. Nee, danke. Die Basis bilden 7 verschiedene Klassen, die zwar fancy Namen wie Jagd oder Bewahrung haben, im Grunde aber nichts anderes sind als Damage-Dealer, Support, Heiler und Co. Soweit so bekannt. In Kombination mit verschiedenen Elementen, die taktisch klug auf die Schwächen der Gegner abgestimmt werden müssen und den aktiven und passiven Skills der Charaktere, die ihr im besten Fall aufeinander abstimmt und timet, kommt dann auch die nötige Tiefe ins Spiel. Dazu kommen noch ultimative Fähigkeiten, die, wenn sie bereit sind, jederzeit eingesetzt werden können, unabhängig von der Zugreihenfolge. Das Jonglieren all dieser Mechaniken macht wirklich Spaß, zumindest wenn es auch nötig ist. Ein Großteil der Gegner klatscht man nämlich auch ohne Gehirneinsatz um. Und weil das Spiel das selber weiß, gibt's diese beiden Knöpfe hier. Doppelte Geschwindigkeit und, ja, ein Auto-Battle-Feature. Da muss man wirklich absolut gar nichts mehr machen. Autopilot rein und Füße hochlegen. Warum man sich den Kampf dann aber trotzdem anschauen muss, anstatt ihn einfach zu überspringen, ist mir schleierhaft. Zugegeben, die Animationen im Kampf sind echt schick und gerade die Ultis sind mega episch. Aber wenn ich mir pro Kampf 3 bis 4 Mal das hier anhören muss... This sanctuary is but a vision. Dann gebt mir doch bitte einen Button zum Skippen. Tja, und das sind so ungefähr die Dinge, die euch auffallen werden, wenn ihr das Spiel einfach mal so ein paar Stunden spielt, ganz casual. Optik mäh, bisschen viel Text, aber sonst alles tipptopp. Coole Charaktere, tolles Writing, komplexes Kampfsystem, macht Bock. Tja, und dann gibt's da noch dieses Lootbox-Gacha-Ding. Tja,
Muss man halt drauf stehen oder eben nicht, ist ja jetzt nichts Neues. Mikrotransaktionen sind scheiße, bla bla bla. Review fertig, danke, tschüss. So. Was? Hey, warte mal. Nee, das muss reichen. So, ich mache jetzt Bumper, Abmord, Feierabend. Aber es gibt doch noch. Das war's wieder mal mit Game 2. Macht's gut, danke, tschüss. Wiederschauen. Reingehauen. Cut. Yes, nice, it's cool, das war's, Mann. Feierabend. Yeah, let's go. Yes. Woo. Ja. Kuckuck. Ha? Mann, was machst du denn hier? Die Sendung ist vorbei. Ich habe schon eine Abmord gemacht. Willst du nicht noch ein bisschen weiterspielen? Nee, warum sollte ich? Na, weil der Fun jetzt erst so richtig losgeht und du noch keinen einzigen 5-Sterne-Charten-Team hast. Braucht man auch nicht. Man kann das Spiel auch so ziemlich gut spielen. Ach ja? Zeig doch mal. Na los, zeig. Ah, meinetwegen. Also. So ziemlich alles im Spiel hat eine Seltenheitsstufe. Materialien, Ausrüstung und natürlich auch Charaktere. 5-Sterne-Charaktere sind am stärksten, logisch. Bekommen tut man die aber nur per Warp, einer Ingame-Lotterie, für die man Tickets braucht. Aber wenn man darauf keinen Bock hat, so wie ich, kann man das Ganze auch einfach ignorieren und mit den Charakteren spielen, die einem das Spiel umsonst gibt. Ganz ohne Lootbox-Gedöns. Und das gilt auch für den meisten anderen Kram. Materialien, Ausrüstung, Lichtkegel, kann man alles im Spiel verdienen, wenn man weiß, wie. Ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen einfacher gesagt als getan. Das Spiel ballert einem nämlich so viele Items und Materialien um die Ohren, dass man sich fühlt wie in der letzten Reihe im Chemieunterricht. Alles ist so unnötig kompliziert. Überall muss irgendwas aufgelevelt werden. Nicht nur die Charaktere, auch ihre Skills, sämtliche Ausrüstungsteile, die Lichtkegel, Eidolon-Resonanzen, Balance-Level, schlag mich tot. Und das macht man nicht einfach mit Erfahrungspunkten, das wäre ja zu einfach. Stattdessen gibt's haufenweise Items mit Namen wie Abenteuer-Lock oder verdichteter Äther, die dann wiederum in XP umgewandelt werden. Will ich mein Lichtkegel Flüsse plätschern im Frühling 4-Level verstärken, brauche ich dafür 2 Pfeile, 3 Weisheit, 1-mal Wurfpfeil und verdünnter und verdichteter Äther. Ist doch klar. Danke, Spiel. Also wenn ich du wäre, würde ich mir genau überlegen, ob ich diese vielen Ressourcen für solche billig Lichtkegel verschwende. Ich finde, du hast eher eine 5-Sterne-Waffe verdient. Los, zieh mal an meinem Hebel. Das erste Ticket ist kostenlos. Nee, lass mal. Man kann die 5-Sterne-Waffen auch so im Spiel kriegen. Zumindest, wenn man seine kostbare Währung nicht vorher für irgendeine nichtssagende Ressource verschwendet hat und einem dann erst später auffällt, dass man die auch easy im Spiel hätte farmen können. Es gibt zwar überall Menüs mit haufenweise Belohnungen und ständig werden einem irgendwelche Währungen, Ressourcen und Items hinterhergeschmissen, aber wer nicht genau nachliest, was eigentlich wofür gedacht ist, verliert schnell den Überblick und weiß gar nicht mehr, wo man investieren soll. Wie wär's denn mit einem Season Pass? Da gibt's immer doppelt Belohnungen und du kannst schneller leveln. Nee, leveln geht eigentlich auch im Spiel ganz gut. Es gibt nämlich echt ein paar coole Möglichkeiten zum Farmen. Die täglichen Missionen zum Beispiel. Oder die Universum-Simulation, ein kompletter Roguelike-Modus mit zufälligen Buffs nach jedem Kampf und einem dicken Bossgegner am Ende. Oder diese Blütenkelche hier, wo man ein paar Gegnerwellen plättet, um easy Materialien zu farmen. Einfach Auto-Battle anmachen und los geht's. Naja, zumindest solange man Treibstoff hat. Wie wär's denn mit ein bisschen extra Treibstoff? Da habe ich gerade ein super Angebot. Nein, ich will keinen Treibstoff. Und außerdem, lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Ich weiß ganz genau, was du vorhast. Ach ja? Und ich weiß genau, was du vorhast, du kleiner Parasit. Ah! Du denkst, du zockst einfach so umsonst, ja? Wir sind ja nicht bei der Wohlfahrt. Ich habe extra ein zeitlich begrenztes Angebot vorbereitet, bei dem du die einmalige Chance hast, die völlig overpowerte und deshalb extrem begehrte Seele zu bekommen. Und deswegen wirst du jetzt zocken, ob du willst oder nicht. Ich habe im Spiel ja ein paar Tickets umsonst bekommen. Ich könnte es ja mal probieren. Na also. Mensch, du hast aber auch ein Pech. Komm, mach 10 auf einmal, dann kriegst du 2 gratis. Na gut. Na also, siehst du? Den wollte ich gar nicht. Ich wollte Seele haben. Der ist nicht mal ein 5-Sterne-Charakter. Ja, dann zieh einfach nochmal. Ja, ich habe aber keine Tickets mehr. Ja, kein Problem. Ich habe welche im Angebot. Siehst du den Schlitz da? Gib mir dein Geld! Ich will nicht! Komm, jetzt gib mir die Kohle. Für andere Spiele gibst du auch 60 Euro aus und mit denen hast du nicht so viel Spaß. Nee, jetzt reicht! Ah! Das Argument kann ich echt nicht mehr ab. So, du willst 60 Euro haben? Okay, dann gucken wir doch mal, was ich für meine 60 Euro bekomme. Hier. Dafür bekomme ich momentan 6.560 Traumsplitter mit Bonus. Die muss ich natürlich schwurbelmäßig erstmal in Stellariato umtauschen, um mir dann Tickets davon zu kaufen. Aber aufgepasst, bloß nicht das falsche Ticket kaufen. Wenn ich Seele haben will, brauche ich ja einen Star-Rail-Sonderpass. Wäre ja schade, wenn ich für 60 Euro den falschen Pass kaufe. Egal, 41 Warps, der wird doch im 5-Sterne-Chart drin sein, oder?
Nee, garantiert bekomme ich Seele nämlich erst bei 90 Warps. Ist ja zum Glück alles wunderbar aufgeschlüsselt und lässt sich jederzeit im Kleingedruckten nachgucken. Für meine 60 Euro kriege ich, wenn's schlecht läuft, nicht mal eine verdammte 5-Sterne-Figur. Also laber mich nicht voll mit deinem Free-to-Play. Der Fakt, dass man in diesem Spiel ziemlich viel Spaß haben kann, ohne Geld auszugeben, der wird sich eiskalt damit erkauft, dass andere da ihr gesamtes Hab und Gut reinbuttern. Aber ohne mich, ich bin raus! Meine 60 Euro brauche ich wieder. Oh, bitte. Au, nee, das war scheiße. Aber es gibt doch noch. Türstopper ist noch drin. Das war's wieder mit Game 2. Wiederschauen, reingehauen, macht's gut. Ne, Abo. Eine ganz normale Mod. Du sagst einfach, das war's wieder für. Ich dachte, wir sollen hektisch sein. Das wieder. Das wieder mal. Okay, jetzt aber. Wiederschauen, reingehauen.